Hi und hallo, heute beschäftige ich mich mit dem Thema Druck bei Borussia Mönchengladbach, Druck bei einem Fußballverein, aber ich meine nicht den Druck, den die Spieler haben, um die Punkte zu holen, sondern alles andere, was mit dem Thema zu tun hat. Und dafür ist bei Borussia Mönchengladbach schon seit über 10 Jahren Kyocera zuständig. Auch rund um einen Spieltag kommt man damit in Verbindung. Aber wie? Das möchte ich mir jetzt mal anschauen. Ja, und ich habe mich mit einem Mann verabredet, der mit Sicherheit ein bisschen Licht ins Druckdunkel bringen kann. Er kennt sich damit nämlich aus. Frank Fleißgarten, der Leiter der IT-Abteilung. Hi Frank. Hi Knippi. Schön, dass du Zeit hast. Ja. Vielleicht setzen wir uns gerne ganz kurz und gehe ich doch recht in der Annahme, dass du mehr zum Thema Drucken sagen kannst. Ja, klar. Zum Drucken kann ich ja einiges sagen. Also wir setzen hier im kompletten Borussia-Park ca. 150 Drucker ein in der ganzen Verwaltung und 15 Kopierer und drucken ca. 100.000 Dokumente im Monat. 100.000 im Monat, ja. Also über 3.000 am Tag, 1,2 Millionen pro Jahr. Also das bedeutet, so ganz ohne Papier geht es noch nicht. Nein, noch nicht. Also das planen wir, das ändern wir. Wir wollen halt die ganzen Pressemitteilungen auch per App zur Verfügung stellen. Aber das ist noch in der Mache, das dauert noch ein bisschen. Ich denke mal auch für die Journalisten wichtig, das Ganze möglichst schnell nach dem Spiel oder am Spieltag auch noch auf Papier zu haben. Was ist da wichtig? Ja, also am Spieltag ist natürlich Qualität und Schnelligkeit besonders wichtig. Also die ganzen Ausdrucke müssen natürlich schnell bei den Sponsoren und bei den Gästen landen. Und dann müssen wir die schnell verteilen, auch an den Journalisten. Die müssen natürlich auch ihre Ausdrucke ziemlich schnell bekommen. Das macht Heike, das weiß ich, das gucken wir uns später auch noch an. Heute ist nämlich noch eine Pressekonferenz, die startet aber erst ein bisschen später. Ganz wichtig, bei Borussia im Verein, im Fußballverein sind ja die Spieler. Drucken die noch? Die drucken auch unten in ihrem Spielerbereich. Also wenn du Glück hast, können wir mal gucken gehen, ob jemand da ist. Ich glaube, der Patrick Herrmann ist gerade unten und druckt seinen Reha-Plan aus. Oh, okay. Das würde ich gerne mal sehen. Können wir uns gerne angucken. Gucken wir es uns an. Hey Patrick. Servus Knippi, hi. Grüß dich. Was macht das Bein? Ja, wird langsam besser, tut noch ein bisschen weh, aber es wird schon. Mist. Ja, aber gute Besserung. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mir mal zu erklären, wie ihr Profis auch außerhalb des Platzes mit Druck zurechtkommen. Was druckst du gerade? Ich drücke meinen Trainingsplan für die Woche. Ich habe den gerne am Spind hängen, damit ich die Termine auch nicht vergesse. Okay, und das heißt, du schickst ihn einfach rüber? Hat der WLAN integriert, oder? Ja, einfach ins WLAN einloggen, ist gar kein Problem und einfach drucken klicken. Könnte ich es mit meinem auch machen? Geht mit jedem Handy, ist kein Ding und es geht auch ziemlich schnell. Darf ich mal gucken? Also noch einiges vor heute. Ja. Dann viel Spaß, gute Besserung. Mach's gut, ne? Ciao. Tschö, tschö. Ja, das war doch interessant. Hier bei Borussia drucken die Spieler noch selbst. Jetzt muss ich mal kurz auf die Uhr gucken. Ja, gleich fängt die Pressekonferenz an. Das bedeutet, wir haben es eben gehört, Heike Frenken wird an die Journalisten die letzten Infos verteilen. Und wo sie die ausdruckt, das gucke ich mir jetzt auch mal an. Juhu, ich bin noch rechtzeitig. Hi Heike. Hi Knippi. Du bist wieder fleißig und versorgst die Journalisten mit den letzten Infos. Wie viel von denen musst du jetzt drucken? Heute 60. Hier sind immer die Informationen für die Journalisten auch bei der Pressekonferenz, aber am Spieltag auch. Wie viel sind es da? 200 mindestens. Und was steht dann immer drauf? Die Mannschaftsaufstellung steht da drauf und die aktuelle Tabelle. Und nach dem Spiel dann die aktuelle Tabelle wieder und die Statistik. Die Journalisten wollen es alle sofort haben. Ganz schnell. Ne? Also ratz, ja. Muss es gehen. Okay. Also Action vor dem Spiel, nach dem Spiel, genau. Das wird kopiert. So, heute 60, das heißt, ich helfe dir beim Verteilen. Okay. Halt! Die müssen wir aber noch mitnehmen. Okay. Na, sind schon ein paar da. Ja, sind immer schon welche früher da. Muss ich hier noch irgendwas achten jetzt oder einfach hinlegen? Nö, musst nur auf jeden Platz eins legen, ja? Damit alle die Informationen haben. Die benutzen die ja für ihre Berichterstattung, für ihre Vorberichterstattung. Einfach hin? Ja, genau. Ein bisschen ordentlich natürlich. Aber hat das schon mal gegeben, dass ihr die wieder einsammeln musstet, weil irgendein Fehler drauf war? Ja, ganz selten kommt das vor, aber es hat es tatsächlich schon mal gegeben. Da war die falsche Anfangszeit angegeben, also Spielstart. Und da hatten wir noch Zeit genug und konnten sie noch einmal einsammeln. Ach so, okay. Sonst sind wenn man keine Zeit hat, dann muss man es natürlich vorne mitteilen, dass der Fehler passiert ist. Und dann sind die Journalisten natürlich auch nicht sauer. Ach so, ansonsten kommt vielleicht schon mal, da ist ein Fehler in der Presseinformation. Machen die Journalisten das? Die gucken schon genau. Und wenn da was ist, dann kommen sie auch zu mir. Auf jeden Fall. Okay. Ja. Ja. Dann bin ich mal gespannt, ob gleich in der PK was kommt. Ich bin auch gespannt. Ich fange mal hier oben an.
Ja, die Pressekonferenz ist vorbei. Es war sehr interessant. Und interessant ist auch was anderes, was ich hier im Presseraum gesehen habe. Da gehe ich jetzt mal hin. Tja, und eine Möglichkeit des Druckens haben wir hier im Presseraum auch noch, die ich selbst an Spieltagen zum Beispiel häufiger nutze, um mir letzte Informationen nochmal auszudrucken. Gibt es diese Box hier, den sogenannten Printpoint, der baut ein eigenes WLAN auf. Darauf kann man dann zugreifen, seine digitalen Daten an die Box schicken. Die wiederum schickt das Ganze an den Drucker und dann kann ich mir die Sachen ausdrucken lassen. Und fertig ist das Ganze. Ja, jetzt bin ich schon so lange bei Borussia Mönchengladbach, da hat sich in den letzten Jahren natürlich druckmäßig auch einiges geändert und viele Sachen wusste ich noch gar nicht, zum Beispiel, dass über 3000 Drucke pro Tag hier stattfinden beim Verein. So, das war's für mich. Ich verdruck mich jetzt. Tschüss.